Er hat es schon wieder getan. Boschi lacht sich halbtot. Ich hab's eben noch. Es ist schön, dass es dir gut geht, Dani. Ich kann sie Momente für die Ewigkeit, wie du mit einem Nudelholz. Das ist... Ich wollte dir eigentlich erzählen, was wir die nächste halbe Stunde machen. Ist das aber auch scheißegal. Hier ist Max Oppel mit den Nachrichten. Ja, schönen guten Morgen. Eigentlich bin ich nur das Opfer. So möchte ich das auch mal sagen. Hinter der Kamera nämlich schütten sich alle aus vor Lachen, weil Alina und Charlotte mit einem Nudelholz unserer Puppe die Hüfte auskugeln. Ja, alle schütten sich aus, die Kamera wackelt, keiner kann sich mehr halten und ich, arme Sau, so müsste man es mal erzählen, muss das dann in der Kamera ausbaden. Aber Boschis Lachen reißt nicht nur die Studio-Crew mit. Sein Lachen war super lustig und ansteckend vor allem. Dieses Hose. Ist gut. Der hat Spaß beim Job. Es wird lustiger, je öfter man es schaut. Es muss schon was Kleines, Lustiges passieren, aber es kann auch nur was Kleines sein. Und dann explodiert Daniel. Der muss immer lachen. Immer. Mit einem Nudelholz. Die frohe Natur des Frühstücksfernsehens. Ja, was soll ich sagen? Ihr redet über mich wie so ein Hund, der nicht stubenrein wird. Es wird langsam unverschämt. Das ist irgendwo auch dann ein bisschen Mobbing. Ich kann doch nichts dafür. Und weil die Frage gestellt wurde online, ob das echt ist, ja, leider. Berühmt ist auch das sogenannte Paprika-Gate, bei dem unser Aufnahmeleiter Ingo die Paprika zu kurz geschmissen hat. Mann, ist jetzt auch egal. Wir reden über große Talente. Annemarie und Wayne Carpendale haben eine neue Sendung. Und da braucht man schon ein bisschen mehr Talente als Ingo. Und so zieht sich das durch alle Sendungen. Boschi ist einfach nicht zu halten. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, warum ich lache. Das ist wirklich schlimm. Das ist echt schlimm. Ich weiß. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, warum ich so lachen muss. Der Hauptbetroffene im aktuellen Fall ist unser Nachrichtensprecher. Hier ist Max Oppel mit den Nachrichten. Ja, schönen guten Morgen. Ich war erstmal gespannt, ob er noch was sagt, möglicherweise, ob er aus dem Lachflash nochmal herausfindet und wie ich dann reagieren könnte. Und dann habe ich tatsächlich einen Moment lang überlegt, okay, habe ich eine sehr bedrückende Nachricht am Anfang oder nicht und wie kann ich darauf reagieren? Baut er mir noch eine Brücke oder nicht? Und dann, als er schließlich gar nicht mehr aus dem Lachflash rauskam, habe ich halt entschieden, dass ich das ganz kurz körperlich aufnehme und dann eben zur konzentrierten Nachricht übergehe. Max Oppel wird wohl noch häufiger kreativ werden müssen, denn auf diese Lachflash wollen wir auf keinen Fall verzichten. Es ist schön, dass es dir gut geht, Daniel. Fernsehmomente für die Ewigkeit, wie du mit einem Nudelholz.